Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. In der ÖVP scheint nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz als ÖVP-Chef kein Stein mehr auf dem anderen zu bleiben. Es kommt mit Karl Nehammer ein neuer ÖVP-Chef, ein neuer Kanzler und mit ihm auch teilweise neue Minister. Was das für die Regierung bedeutet, was das für die ÖVP, aber auch die anderen Parteien bedeutet, möchte ich heute mit meinen Gästen besprechen. Einerseits Robert Miesig, SPÖ-naher Publizist. Hallo Robert. Ja, hallo. Hallo. Und andererseits Heimo Leposchitz, FPÖ-naher Politikberater. Hallo. Hallo, schönen Abend. Fangen wir mit dir an, Heimo, weil ich habe gestern deinen Tweet gesehen, wo du irgendwie gemeint hast und alles fing damit an, dass das Wort nicht gehalten wurde. Ich nehme an, du meintest Sebastian Kurz, dass er damals die Koalition mit den Freiheitlichen aufgekündigt hatte, nachdem Heinz-Christian Strache zurückgetreten war. Du scheinst sowas wie Genugtuung empfunden zu haben, richtig? Nein, gar nicht. Ich habe einfach nur gesehen, dass damit eigentlich das Unheil begonnen hat und das ist der Fluch der bösen Tat. Also ich wünsche dem Sebastian Kurz nichts Böses. Ich wünsche ihm und seiner Familie auch künftig alles Gute. Das Persönliche hat er mit dem Politischen nichts zu tun. Aber damals hat das Ganze begonnen. Das endet jetzt in diesen Koalitionschaos-Tagen, die wir haben. Also wir haben den 6. Kanzler in 5 Jahren. Also das ist Karl Nehammer, ist ja de facto die CETA-Variante, wenn man in Corona-Zeiten rechnet. Also das ist schon absurd. 3 Kanzler in 55 Tagen, wann haben wir denn das letzte Mal erlebt? Also wir haben uns ja immer spöttisch über andere Länder geäußert, also auch sogar kurz noch vor ein paar Monaten über Systeme am Balkan. Also die Systeme am Balkan sind mittlerweile stabiler wie das türkische System. Also die Arroganz steht uns nicht an. Und wenn wir früher über italienische Verhältnisse gespottet haben, mittlerweile haben wir ja österreichische Verhältnisse. Die Italiener sind ja ein Hort der Stabilität gegen uns. Und was, ich glaube, ganz Österreich steht staunend vor dem, was jetzt gerade passiert, was da so jeden Tag, das ist wie ein Regierungsadventkalender, wo jeden Tag ein Türchen aufgeht und der Minister spaziert raus. Also das ist absurd, also in der größten Krise der Zweiten Republik, mitten in der Corona-Krise zerbröselt die Regierung und das, wo wir Stabilität, Profis und Zukunftsorientierung brauchen. Also wir brauchen Krisenmanager und nicht Manager, die selber die Krise sind. Robert, für dich muss es ja auch eine erfreuliche Nachricht gewesen sein, dass Sebastian Kurz jetzt komplett aus der Politik ausgeschieden ist. Hast du damit gerechnet, dass es so turbulent weitergeht in der ÖVP? Nein, wer konnte denn damit rechnen? Also ich meine, man konnte sich manches ausmalen, aber kein Mensch konnte wissen, dass da jetzt sozusagen einer nach dem anderen rausgeht. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen, ich finde es eigentlich, wenn du gesprochen hast von Genugtuung und dass ich auch freuen drüber. Ich glaube, dass es nicht etwas ist, wo man sich freuen kann, in dem Sinne, nämlich die hinterlassen einen derartigen Scherben- und Trümmerhaufen mitten in der schwersten Krise, die man überhaupt haben kann, wo eine Regierung ja regierungsfähig sein muss. Ja? Und wo, das kommt ja auch noch hinzu, die Regierung nicht nur regierungsfähig sein muss im Sinne von Handeln und Entscheiden, sondern auch Vertrauen innerhalb der Bevölkerung braucht. Ja? Und alles ist verspielt. Ja? Und sozusagen Sebastian Kurz ist vor 4 oder 5 Jahren angetreten mit Österreich neu und pipapo, was man uns alles erzählt hat. Und 5 Jahre später ist das Land kaputt, die ÖVP im vollkommenen Chaos, diese Regierung im Art von Zusammenbruch und wir sind noch mitten in einer Krise, wir sind mitten in einem Lockdown, die Spitäler sind quasi am Rande des Kollaps immer noch, auch wenn es jetzt ein bisschen besser wird, aber da ist ja nichts gelöst. Da sind wir in einer Situation, wo man sich nicht freuen kann, wo man auch keine Genugtuung haben kann, wo es mir fast schwerfällt, so etwas wie Erleichterung zu spüren. Ja? Weil die Erleichterung wäre ja nur dann da, wenn man das Gefühl hat, jetzt geht das alles wieder in ordentliche Bahnen, in eine Art von normalen Diskurs, nicht mehr dauernd Aufganseln und Polarisierung der Bevölkerung und auch vernünftige Arbeit machen. Ja? Aber das kannst du ja eigentlich im Augenblick gar nicht mehr vorstellen. Ja. Heimer, ich glaube, du kennst ja auch Karl Nehammer. Traust du ihm das zu?
wieder vereinen kann oder wird er weiter spalten? Also wenn man den Aufbau der türkisen Truppe gesehen hat, das ist ja, da war da oben der Messias, ne, Sebastian Kurz, und dann unter die Jünger. Jetzt war die A-Garnitur mit Sebastian Kurz ist weg. Jetzt war mit Schallenberg die B-Garnitur. Die B-Garnitur ist weg. Und jetzt kommt mit Nehammer die C-Garnitur. Also jetzt soll uns die C-Garnitur soll das schaffen, was die A-Garnitur nicht geschafft hat. Also das ist ja etwas, was ziemlich absurd ist. Und geht ja der ÖVP nur mal um Posten. Wenn man halt anschaut, eigentlich ist es ja nur mal ÖVP Niederösterreich. Johanna Mikl-Leitner hat die ÖVP übernommen, spielt Erwin Bröll in weiblich und positioniert noch ihre Leute, damit sie und die ÖVP die Macht behalten. Es geht ja nur mehr um das. Sie haben ja keine Lösungen, sie haben keine Visionen mehr. Sie sind eingefahren in ihrer Situation. Wenn man zum Beispiel auch sieht, der Herr Kahner, der Innenminister wird, das ist das System Strasser, das wieder zurückkommt. Da war beim Ernst Strasser, der jetzt wirklich, glaube der allerschlimmste Minister aller Zeiten im Innenministerium war, der wirklich viel verbrochen hat in der Struktur des Innenministeriums. Jetzt kommt das System Strasser wieder zurück ins Innenministerium. Also die Stahlhelm-Fraktion aus Niederösterreich hat jetzt die Partei völlig übernommen. Nehammer ist ja wirklich, Schallenberg der Schattenkanzler war, ist dann Nehammer der Schattenobmann. Ne? Von dem her, weil der hat ja nichts zu melden. Wer glaubt denn wirklich, dass Karl Nehammer irgendetwas irgendeinem Landeshauptmann noch anschaffen kann? Also da haben sich die Machtverhältnisse völlig umgekehrt. Dann wird die ÖVP krampfhaft versuchen, sich mit einem noch stärkeren Sebastian Kurz-Kurs wieder zu erholen. Die sind in Umfragen ja nur mal bei 20%. Und gleichzeitig hast du die Grünen, die derzeit die Machthosen anhaben, weil sie merken, dass die ÖVP keinesfalls in Neuwahlen gehen kann, weil die nur mal bei 20% liegen. Also das ist ja eine katastrophengroße Koalition. Ne? Das erinnert an die alte große Koalition, nur noch viel schlimmer, noch viel verhasster und noch viel gegenseitig blockierender. Also ich bin da einfach nur für Neuwahlen, weil schlechter als jetzt kann es nicht werden, instabiler als jetzt kann es nicht werden, und dann soll die Bevölkerung entscheiden, was sie haben will. Robert, wie siehst du Karl Nehammer? Weil man hört durchaus von SPÖ-Kreisen ein bisschen differenzierteres als vielleicht von freiheitlichen Kreisen zu ihm. Naja, die Frage ist ja, erstmal muss man sich ja auch mal anschauen, was denn in den letzten Tagen passiert ist. Also der eine wird Kanzler, sagt, er bleibt 4 Jahre, dann nach 3 Wochen sagt er, jetzt soll es wieder der Nächste werden. Also die Art und Weise, wie da auch mit höchsten Staatsämtern umgegangen wird, so wie man das eine heiße Kartoffel, die wirft man so herum oder so zum Spaß. Man kann wirklich einen Witz machen. Also das einzig Sympathische an der ÖVP ist gewissermaßen ihr demokratischer Geist. Jeder darf jetzt für ein paar Wochen Bundeskanzler werden. Und die Art und Weise, wie sie die bestellt, erinnert ans Flaschendrehen beim Schulskikurs. Ja? Und jetzt ein bisschen von der Ironie wegzukommen, jetzt ist es quasi in dieser Art und Weise Nehammer geworden, der sicher, wahrscheinlich an anderen haben es nicht gehabt, und der sicher vielleicht, ich kann ihn nicht so beurteilen, aber viele sagen da natürlich, er hätte schon das Format und auch die Art und Weise und die ausgleichende Art, da wieder quasi den Laden zusammenzuhalten. Aber angesichts dieses Trümmerhaufens, die jetzt haben, ja, würde es wahrscheinlich selbst ein Wunderwutzi schwer schaffen, die Scherben wieder zusammenzukleben. Und ob er dieser Wunderwutzi ist, wage ich schon zu bezweifeln. Und wir sollen ja auch nicht vergessen, der Heimat C-Team genannt. Ja? Und natürlich ist das letzte Aufgebot schon alleine aus der Logik heraus. Wer ist denn noch bereit, in so eine Regierung einzusteigen von draußen, von der man nicht weiß, ob es in 4 Monaten noch gibt. Ja? Das sind ja nur die sich nicht wehren können dagegen, oder die ohnehin keinen anderen Job finden könnten, mit der kleinen Ausnahme des neuen Bildungsministers. Also wenn ich mir zum Beispiel den Finanzminister anschaue, ja, und das ist eine Schlüsselfunktion in so einer Regierung, der war jetzt schon 3 Jahre oder sonst irgendwas Staatssekretär im Verkehrsministerium, ist niemandem aufgefallen, hat mit Finanzen überhaupt noch nichts zu tun gehabt, war in den letzten Jahren auch nicht involviert in das. Ja? Das soll man nicht vergessen. Wir sind in einer Pandemie, wo jede Woche über diese neuen Hilfsmaßnahmen, die nötig sind oder nicht nötig sind, die man reformieren oder anpassen muss, verhandelt werden muss. Und dann kommt einer daher, der war die ganze Zeit nicht
in das involviert, wie soll denn das funktionieren? Man hat da wirklich das Gefühl, es ist jemand ist Finanzminister geworden, wenn man gesagt hat, naja, wer in den nächsten 3 Minuten nicht auf die Bahn ist, der wird Finanzminister und der war halt der Letzte, der aufgereiht ist, deswegen hat es ihm der Rennt. Ja? Also so ist das ja im Moment und das ist ja kaum mehr auszuhalten und man kann sich kaum vorstellen, wie unter diesen Bedingungen Professionalität und auch eine gewisse Ruhe einziehen soll. Dass Nehammer und dieses Team jetzt vielleicht eher in Richtung Konzilianz geht, als es die, sagen wir mal, sehr, sehr rabiate und auch radikale Kurzpartie war. Das glaube ich schon. Insofern wird Nehammer auch auf die Opposition zugehen in einem gewissen Sinn. Er wird aber insbesondere auch das Regieren mit den Grünen vielleicht ein bisschen anders machen. Das kann man schon annehmen. Die Frage ist nur, wie soll das noch gelingen bei so einer, das ist ja nur mehr auf wankendem Boden, was da passiert. Also ich sehe das ein bisschen... Ich sehe das ein bisschen anders wie der Robert, weil ich glaube nicht, dass es konzilianter wird, weil wenn man heute das Regierungsbreitbart, also die Kronenzeitung, sieht, was ist die Überschrift, die man sich anscheinend bestellt hat, Nehammer wird die harte Linie beim Asyl weiterführen. Also das ist schon einmal eine klare Botschaft. Wenn es die harte Linie ist, die Österreich in den letzten 2 Jahren Rekordasylzahlen besorgt hat, ist das wieder die gleiche Bluff- und PR-Geschichte wie unter Sebastian Kurz. Und wer glaubt denn, also nicht einmal Karl Nehammer glaubt doch, dass er 2024 noch als Kanzler in die Wahlen geht. Ne? Dass das bis 2024 hält, also das wird ja nicht einmal der Karl Nehammer glauben. Und wenn man mitbekommt, dass Nehammer ja Schramböck und Köstinger ja auch austauschen wollte und nicht einmal das geschafft hat. Also wenn ein Kanzler und ÖVP-Parteichef mit der Macht, die er laut Statut hat, es nicht einmal schafft, Margarete Schramböck auszuhebeln. Wie sollen das starten? Also die Schramböck ist ja wirklich so, glaube ich, diejenige mit der geringsten Hausmacht in der gesamten Regierung. Nicht einmal die, der hebt der Karl Nehammer, der grundsätzlich eine integre Persönlichkeit ist. Aber wie soll denn das funktionieren? Die ÖVP ist wieder am Stand von Mitterlehner, sowohl in den Umfragen wie in der Zerstrittenheit, wie in der Machtverschiebung. Also das Erbe von Sebastian Kurz ist Reinhold Mitterlehner mit Namen Nehammer. Robert, dass der Heimer jetzt so reagiert hat auf das Asylthema, hat er aber nicht einerseits schon recht, dass das sehr erinnert an die Situation 2016, damals als im Bundespräsidentschaftswahlkampf eben SPÖ und ÖVP jeweils nur 11% bekommen haben, der freiheitliche Kandidat im ersten Wahlgang Nummer 1 wurde. Also dass es jetzt eine echte Krise von ÖVP gibt, wo die SPÖ aber nicht stark genug wird und wo die FPÖ im Windschatten wieder aufsteigt? Naja, das sehe ich nicht so, weil die FPÖ sich ja gleichzeitig auch in ihrer wird ja immer radikaler und ist ja für normale Menschen praktisch nicht mehr wählbar. Sie hat sich ja dafür entschieden, quasi nur mehr in diesem Feld der absolut Radikalen, die jetzt auf der Straße demonstrieren und auch noch vor Spitälern und Kliniken aufmarschieren, Politik zu machen. Und die große Mehrheit der Bevölkerung versucht sich ja in dieser Pandemie, sozusagen sich so zu verhalten, dass wir das einigermaßen noch gut hinkriegen. Ja? Und da hätten wir uns eine Regierung verdient, die verantwortungsbewusst und ruhig und bedacht und ohne Spaltung das Land durch die Krise führt und ja darum sorgt, dass die normalen Leute einigermaßen gut durchkommen. Ja? Sowohl gesundheitlich, aber auch von allen anderen Folgen, die diese Krise hat, nämlich die Arbeitsmarktkrisen, die sozialen Folgen, die ökonomischen Krisen und die psychologischen Krisen. Ja? Und das ist eben das Gestraffte in diesem Land, nämlich dass man einerseits eine Regierung hat, die überhaupt nicht mehr in der Lage ist zu führen und die kein Vertrauen auch mehr hat. Also wenn man anschaut, die Umfragen, 2/3 der Bevölkerung, 3/4 der Bevölkerung sagen, sie vertrauen der Regierung nicht mehr. 3% sagen nur mehr, sie vertrauen ihr sehr und circa 20 vertrauen ihr ein bisschen. Das ist ja eine Katastrophe. Und auf der anderen Seite hast du halt sozusagen eine radikale Radau-Position vom Herrn Kickl, den auch niemand ernst nehmen kann. Ja? Und in dieser Mitte bräuchte es eine vernünftige
kräftige Alternative dazu. Ja, das ist nur die SPÖ. Ohne Zweifel steht sie noch nicht so gut da, wie es notwendig wäre. Ich glaube, dass es da auch eine große Sehnsucht innerhalb der Bevölkerung gibt. Und es ist auch nicht die Frage, ehrlich gesagt, kann die SPÖ jetzt der Gewinner dieser Situation sein? Natürlich kann es das sein. Ja? Nur das können ja auch wirklich und nicht unsere Gedanken sein, weil in dieser Situation gibt es eigentlich keinen Gewinner, sondern nur Verlierer. Die Verlierer sind wir, die Bevölkerung, die Österreicherinnen und Österreicher, die quasi von so einer Regierung gestraft sind und auch noch von einer Radau-Opposition, die alles schlimmer macht. Bei Radau-Opposition, naja, sind deine Freunde angesprochen, also musst du antworten. Also ich fühle mich jetzt nicht als Radau-Opposition, ich bin eigentlich relativ ruhig. Ich bin beim Robert, glaube ich, ich finde den Vergleich mit 2015, 2016 eigentlich relativ spannend, da mit der Bundespräsidentenwahl. Also ich glaube auch nicht, dass die FPÖ auf 35% draufgehen wird wie damals, einfach weil sich auch, wie der Robert richtig gesagt hat, sich das Umfeld geändert hat mit Corona und die Polarisierung noch viel stärker ist. Aber das Spannende ist ja, wenn man sich daran erinnert, wer war denn Wahlkampfleiter vom Nicht-Präsidenten Kohl? Ne? Wer war denn verantwortlich für das mieseste Ergebnis, das die ÖVP jemals gemacht hat mit 11%? Wahlkampfleiter war, Trommelwirbel, Karl Nehammer. Also Karl Nehammer hat das schlechteste ÖVP-Ergebnis aller Zeiten auf Bundesebene federführend zu verantworten gehabt. Also das ist jetzt kein gutes Zeichen für ihn. Und das ist auch kein gutes Zeichen, wenn du sagst, die Frontalopposition der FPÖ bleibt nicht viel was anderes übrig, weil der Herr Nehammer hat heute das ersten Amtsakt noch nicht angelobt, aber trotzdem als erstes als neuer Chef der Regierung und der Koalition eingeladen zum Impfzwanggipfel. Und wen hat er als einziges nicht eingeladen? Also die haben nicht einmal Chance gehabt, nicht zu kommen. Das waren die Freiheitlichen. Also wenn das erste Zeichen ist des neuen Kanzlers mit wir grenzen euch weiter aus, ist das jetzt kein schönes Handreichen. Also das ist eher dann ein Handschlag, ein Handkantenschlag vom ganzen Herr, vom Herrn Nehammer. Und da glaube ich, tut er sich nichts Gutes und tut dem Herbert Kickl eher was Gutes, weil Kickl kann sich da weiter positionieren als die einzige ernsthafte Opposition gegen diese ganzen Corona-Zwangsmaßnahmen etc. Das wird ihm bei der Bevölkerung schon helfen. Ich glaube schon, dass die FPÖ auch auf Richtung 25 hingehen wird. Bevor der Robert jetzt allzu sehr lachen muss bei dem, was du sagst, wir reden nach der Pause weiter eben über welche Rolle die FPÖ da spielt und wie es eigentlich mit dieser Koalition weitergehen kann, ob jetzt Rot-Schwarz am Portas steht. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück, Robert Miesig und Heimo Leposchitz. Die beiden Herren sind per Skype zugeschaltet und werden sich angeregt weiter unterhalten. Im ersten Teil haben wir über den neuen designierten Bundeskanzler Karl Nehammer geredet, wie das in der ÖVP ausschaut. Erwartungsgemäß haben Heimo Leposchitz FPÖ-nah und Robert Miesig SPÖ-nah nicht allzu viel Gutes gelassen, aber reden wir vielleicht über die Koalition an sich. Da hat man den Eindruck gehabt, dass Türkis-Grün zuletzt eigentlich nicht mehr sehr gut miteinander konnten. Jetzt zuletzt ist das am Lobautunnel, der jetzt überdeckt wurde durch Sebastian Kurz Rücktritt und Nehammer und alles, was jetzt folgt. Wie lang, glaubst du, kann das noch gut gehen? Ich glaube, ehrlich gesagt, man kann das schwer sagen, ja, weil es wird jetzt über die nächsten Wochen halten. Und wenn es über die nächsten Wochen haltet, dann hält es 8 Wochen. Und was nach 8 Wochen ist, haben wir überhaupt keine Ahnung in der jetzigen Situation, weil wir sehen ja, wie schnell sich alles dreht, jetzt nicht nur von der den Regierungskrisen, die da dauernd daherkommen, sondern auch von der gesellschaftlichen Atmosphäre und von den Debatten und von den Krisen, mit denen wir sonst so konfrontiert sind, nämlich Corona. Was wir aber sicherlich sagen können, ist, dass die ÖVP als auch die Grünen kein besonders großes Interesse an Neuwahlen jetzt haben. Das tut sie natürlich aneinander kitten. Die Grünen sehen eine gewisse Chance für sich in der
totalen Krise der ÖVP, da jetzt auch Pflöcke einzuschlagen und etwas zu erreichen, was vielleicht vorher schwieriger gegangen wäre oder wo du mit mehr Widerstand konfrontiert gewesen wärst. Die Grünen sind gewissermaßen nicht mehr erpressbar durch die ÖVP, weil die ÖVP muss mehr Angst vor Neuwahlen haben, als es die Grünen haben. Aber auch die Grünen haben kein großes Interesse, weil man nicht weiß, ob sie jetzt dann besser dastehen würden und vor allem, welche anderen Regierungskonstellationen sich ergeben würden. Das Dritte, was man dazu sagen muss, ist, dass die Grünen natürlich jetzt, was wir ja jetzt alle nicht so sehen, ja, also so klar sehen, ist, dass die Grünen ja in einem gewissen Sinn gewonnen haben. Ja. Die haben ja jetzt eher eine ÖVP, mit der sie ganz okay regieren können, als sie es vorher hatten, wie diese Kurz Camarilla, die also besonders auf Polarisierung, besonders auf rechts, gewissermaßen die FPÖ für die Gutfrisierten, ja, gespielt hat. Die jetzige ÖVP, die Nehammer ÖVP mit den Ländern, aber auch mit anderen Personalentscheidungen, wie wir jetzt sie jetzt sehen, wird wie etwas mehr in die Mitte rücken, habe ich den Eindruck jedenfalls. Wissen wir nicht, aber das ist sicherlich das, was sich die Grünen jetzt zumindest ausmalen. Also wenn man die Grünen fragt, warum seid ihr gegen Neuwahlen, wird man von den Grünen im Moment eher die erstaunte Reaktion haben, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir jetzt für Neuwahlen sind? Also vor 2 Wochen wären wir vielleicht mehr für Neuwahlen gewesen als jetzt, wo sich eigentlich eine Konstellation ergeben hat, mit der wir ganz gut können, jedenfalls besser als mit dem, was wir vorher gehabt haben. Das ist, glaube ich, ein bisschen das, was man in Rechnung stellen muss, wenn man über die Grünen da jetzt nachdenkt. Heimer, du hast ja erlebt, wie es dann gescheppert hat zwischen Türkis und Blau. Erinnert dich das an damals, kurz bevor dann die Koalition geplatzt ist, oder siehst du es wieder, Robert, dass das länger halten könnte, als man glaubt vielleicht? Ich sehe es wieder wie der Robert, dass man es einfach nicht weiß. Man kann es nicht sagen, weil was soll man bei dieser Regierung irgendwie über 2-3 Tage hinaus vorausprognostizieren? Es ist ja sowieso immer alles anders, weil wer hätte vor 2 Monaten gedacht, dass wir binnen 50 Tagen 3 Kanzler erleben in der Republik. Das ist etwas, das ist eine Instabilität. Wir wären froh, wenn manches Atom so Halbwertszeit hätte wie Regierungsposten, Kanzlerposten in der Republik. Wo ich dem Robert ein bisschen widersprechen muss, weil ich hast du gesagt, die ÖVP war die FPÖ für die Gutfrisierten. Ich würde ja sagen, das war die FPÖ für die Gutgläubigen, die gedacht haben, dass die Kurztruppe irgendwie freiheitliche Politik macht. Die machen freiheitlich Potemkinsche Dörfer. Also die machen schöne Fassaden, aber dahinter ist nichts, wenn man sich auch die Asylzahlen anschaut. Und ich glaube, bei den Grünen ist es halt eine spannende Frage, weil die Grünen haben ja immer argumentiert, sie sind deswegen noch in der Regierung mit dieser ÖVP, das passt nicht so gut zusammen, das funktioniert ja nicht so gut, aber sonst gibt es Schwarz-Blau. Naja, jetzt haben wir die Chance. Auf Schwarz-Blau ist äußerst gering, wenn man sich die Umfragen anschaut. Also die Regierung selber liegt nur mal bei 34%, wenn die Umfragen stimmen, die ich vorgestern bekommen habe, die noch nicht veröffentlicht sind. Die kann man sowieso kübeln, weil ohne Kurz und alles. Aber selbst da war die Regierung gemeinsam nur mal bei 34%. Und wenn man die ÖVP bei 22% sieht und die FPÖ bei 20%, sind die weit, meilenweit weg derzeit von einer Mehrheit. Das muss man dazu sagen. Jetzt hätte es eigentlich einmal ein Fenster und ich bin wahrlich nicht dafür, aber jetzt gäbe es eigentlich einmal ein Fenster für linke Mehrheit in Österreich. Also wenn die Grünen ihre Argumentation sagen, wir regieren ja nur mit der ÖVP, weil es sonst keine Mehrheiten gibt, hätten sie jetzt eigentlich das Fenster, diese linksliberale Dreierkoalition aus SPÖ, Grünen und NEOS zu verwirklichen. Aber anscheinend ist der Werner Kogler irgendwie am Stockholm-Syndrom gefangen mit der ÖVP und traut sich ja nicht und hat seinen Vizekanzler so gern, weil vielleicht verliert er den Vizekanzler an die NEOS dann, weil die dann zweitstärkste Koalitionspartner, man weiß es nicht, oder weil sie einen Minister verlieren würden in einer Dreierkoalition. Aber an sich müssten eigentlich die Grünen das jetzt nutzen, ne? Weil wenn man denkt, wofür die ÖVP schon Koalitionen gesprengt hat, mit genug ist genug, es reicht, das ist ja 100-mal weniger gewesen als dieses völlige Chaos, diese völlige Lahmlegung von allem, was die ÖVP derzeit macht. Und wenn ich den Werner Kogler halt richtig gehört habe bei seiner Pressekonferenz, wo er gemeint hat, na, wir machen nichts, weil die Regierung funktioniert ja ist immer wieder handlungsfähig. Also wenn mein Anspruch ist, dass die Regierung immer wieder handlungsfähig ist, sollte ich vielleicht endlich einmal Schluss machen.
Robert, du hast eh auch vorher schon die FPÖ angesprochen, weil ich glaube, man muss auch ein bisschen über die Opposition reden. Es wäre eigentlich vom Logischen her die Stunde der FPÖ, die könnte eigentlich solche Krisen normalerweise immer gut ausnützen, aber man derzeit sieht man, dass sogar Freiheitliche mittlerweile offiziell rausgegangen sind, also wie die ehemalige Vizekanzlerin der FPÖ, Susanne Ries, und gesagt hat, dieser Kurs von Herbert Kickl sei nicht mitzutragen. Interessanterweise, ich glaube, der Heimo hatte für sie sogar beratend gearbeitet oder als kommunikativ quasi beratend. Die ehemalige Gesundheitsministerin der Freiheitlichen, die ebenfalls den Kurs kritisiert hat. Und man merkt schon, dass sogar Herbert Kickl himself gestern irgendwie versucht hat, seine Ivermectin-Vorschläge und seine Anti-Impf-Kampagnen plötzlich ein bisschen umzudeuten und zu erklären, er sei ja nur gegen den Impfzwang gewesen, den es ja nicht gibt. Robert, ist das etwas, was die Wähler rasch vergessen werden, oder schädigt das die FPÖ nachhaltig? Ich muss dir ehrlich sagen, interessiert mich jetzt mal nicht primär, was das am Wählermarkt bedeutet, sondern ich sage jetzt mal, ich bin froh, wenn es vernünftige Stimmen endlich in der FPÖ gibt. Ich meine, die hat es ja immer schon gegeben, aber viele davon haben sich eigentlich jetzt monatelang versteckt und haben sie einfach nur hinter vorgehaltener Hand gesagt, was ist das für ein verrückter Kurs, müssen wir uns da schon genieren, und was ist eigentlich mit dem Kickl los? Das grenzt ja schon ans Pathologische, dass da jetzt Leute wie Andreas Mölzer, der am Montag hier gefordert hat, also sozusagen nicht gefordert, aber durchaus der Impfpflicht nahegetreten ist und natürlich gesagt hat, das Einzige, was uns da als Gesellschaft rausbringt, ist, wenn sie so viele Menschen wie möglich impfen lassen, dass auch der oberösterreichische FPÖ-Chef, dessen Linie ich jetzt auch nicht unterstützen würde. Ich meine, sind das Land mit der höchsten Inzidenz und verstecken sich und tun nichts in Wirklichkeit. Das ist mittlerweile Kern. Darf ich hier ein bisschen mitreden? Und machen nicht wirklich eine Politik, die tun unter nichts unternehmen, damit sich das verbessert. Dass auch der oberösterreichische FPÖ-Chef jetzt zur Impfung aufruft und ich glaube auch sein Stellvertreter oder einer seiner Landesräte, das sind schon deutliche Signale. Ja? Und was sich da hinter den Kulissen tut, will ich mir jetzt gar nicht vorstellen, weil ja jeder, der einigermaßen vernünftig ist, aber jeder, der auch irgendwo klein Verantwortung hat, sei es ein Bürgermeister, sei es eine Bürgermeisterin irgendwo, die FPÖ hat ja Bürgermeister, die müssen sich ja an den Kopf greifen, weil die sind ja auch täglich damit sozusagen konfrontiert, dass sie ihre Bürgerinnen und Bürger, für die sie Verantwortung haben, da sicher und gesund durch die Pandemie bringen und können nicht dauernd irgendwelche Cluster brauchen, die dann entstehen, wenn die FPÖ mit Veranstaltungen durch die Lande zieht oder gerade diese Demonstrationen macht. Ja? Das ist mal jetzt mal das Wichtigste, ja? Dass sozusagen dieser Kurs der Unvernünftigkeit, der auch das Land selbst in Geiselhaft nimmt, das ist ja jetzt nicht etwas, was nur für die FPÖ schlecht ist, sondern für uns alle, weil sie damit die Pandemie verlängert und Ansteckungsketten vergrößert, dass das offensichtlich in der FPÖ eine deutliche Opposition bekommt. Und so wie du das schon skizziert hast, ich habe das auch gestern so verstanden, dass Herbert Kickl da tatsächlich auch checkt, dass in seiner eigenen Partei eigentlich die Leute davonlaufen und dass er sehr gut daran tut, plötzlich von diesem Narrenkurs wegzukommen. Wie sehr man ihm das abnimmt, nachdem er eineinhalb Monate oder zwei oder drei gegen die Impfung und für ein Wurmmittel und was auch immer völlig bescheuert durch die Lande gezogen ist, jetzt plötzlich die Kurve zu kratzen und so zu tun, als wäre man eh irgendwie vernünftig. Naja, da wünsche ich ihm viel Spaß, aber natürlich kann man sich in unseren Zeiten und in unserer Politik alles Mögliche vorstellen. Die Wähler sind vergesslich, die Bürger und Bürgerinnen sind vergesslich. Bis zu einem gewissen Grad kann man ihnen das nicht verübeln, angesichts der Umstände, dass jeden Tag was Neues ist. Ist ja logisch, dass man das, was vor drei Tagen war, relativ schnell vergessen hat. Alleine das, was wir in den letzten drei Tagen erlebt haben, wissen wir nicht, was vor vier Tagen war. Weil ich meine, übermorgen können wir sich nicht daran erinnern, dass es jemals einen Bundeskanzler Schallenberg gegeben hat. Ja, also kann man sich gut vorstellen, dass viele Dinge dann irgendwann mal abgehakt sind. Gut, da haben wir eine kurze Replik.
von dir. Gut, also der Robert war jetzt so lang und das ist ja, da sind ja so viele Sachen dabei gewesen. Also ich bewundere ja, dass das interne Wissen vom Robert über die FPÖ, wir wundern nur, mit wer mit ihm spricht. Also ich glaube, mit mir sprechen mehr und ich habe mit mehr Landesparteiableuten Kontakt, wie glaube ich auch du, Isabel. Und ich höre einfach die FPÖ, da gibt es keine deutliche Opposition in der FPÖ, sondern die FPÖ ist die deutliche Opposition gegen diese Corona-Zwangsmaßnahme und das unterschreibt jeder in der FPÖ, dass die FPÖ immer gesagt hat, wir sind gegen den Impfzwang, aber für die Impfweite. Jeder soll selber entscheiden. Das kann jetzt bitte niemand widersprechen, dass sich diese Linie jemals geändert hat, sondern die ist konsistent und die ist stringent und die war immer von Anfang an. Und mein lieber Robert, das Oberösterreich-Bashing würde ich jetzt mittlerweile lassen, weil welches Land hat die höchste Inzidenz? Das SPÖ-regierte Kärnten. Nun, das tut es dann tut sich ein bisschen schwer. Weil ja, jetzt schon und er ist da durch die Lande gezogen und hat irgendwie Cluster produziert. Ja, ich würde dieses Thema sehr schwer bleiben. Ich habe dich auch ausreden lassen. Mein lieber Robert, bei Fakten brauchst du nicht immer laut werden. Kickl ist schuld, an allem schuld und nur an der Klimaerwärmung, am schlechten Wetter und am Regen. Das ist die allgemeine Position. Nein, ist er nicht. Aber das sagt ja grundsätzlich auch die Logik. Und wenn man hört, ja, Rispassa, ja, das ist spannend. Die Rispassa war jetzt, gibt es irgendeinen ÖVP-Wahlkampf, wo die Rispassa in letzter, also mittlerweile ja nur Maries, nicht aufgerufen hat, einen ÖVP-Kandidaten zu wählen. Die war beim Stelzer jetzt als Ehrengast, die war beim Blümel Ehrengast, die war beim Kurz Ehrengast. Also die noch als Blaue zu rechnen und einzuhören. Also das ist Jörg Haider besser gekannt als du und natürlich dadurch, dass sie gesagt hat, bei Jörg Haider hätte es diesen Kurs nicht gegeben, darf man ihr nicht absprechen. Aber der Jörg Haider hätte einen nicht empfohlen, einen ÖVPler jemals zu wählen. Also Jörg Haider hätte nicht ÖVP gewählt. Also was man früher mal war, man kann sich ja verändern. Die Frau Rispassa hat sich ja auch gut verändert, nachdem sie bei der FPÖ war und zur ÖVP dann mittlerweile gekommen ist. Es geht ihr ja auch gut, das sei ja auch gegönnt. Sie ist auch in einer sehr, sehr, sehr schönen Lebenspartnerschaft mit jemandem, der auch gerade massive Probleme auf EU-Ebene hat, weil er sich einladen hat lassen in ein Jagdschloss als EU-Kommissar und wo 1 Million Euro vom Glücksspielkonzern werden wir hier nicht mit Sippenhaftung und etwas aufmachen, was nicht Thema ist. Aber du tust es gerade einer Frau anhängen, was ihr Partner macht. Nein, ich sage ja, sie hat halt die ÖVP unterstützt, deswegen würde ich sie nicht mehr als FPÖlerin rechnen. Das ist ganz, ganz einfach. Ne? Und die Hartinger Klein ist auch nicht mehr FPÖ, die ehemalige Gesundheitsministerin der Freiheitlichen. Die ist auch ausgetreten aus der FPÖ, oder wie? Die Hartinger Klein gesagt, sie dass es völlig unverantwortlich war, von Herbert Kickl ein Wurmmittel zu empfehlen. Die Beate Hartinger Klein auch recht, wenn dem so gewesen wäre. Aber der Kickl hat ja nie empfohlen, ohne ärztliche Beratung das zu machen. Er hat nur gesagt, eine Medikamentierung. Und die Medikamentierung ist ja was Vernünftiges, dass man die Leute nicht allein lässt. Also das ist halt immer das Problem, wenn man nicht ganz so das Insiderwissen hat und nachplappert, was in manchen Medien steht. Aber es ist ja kein Problem. Die Beate Hartinger Klein hat das sicher gut gemeint und alles gut. Also Ivermectin hilft sicherlich natürlich bei Leuten, die Corona haben, aber nur bei jenen, die auch gleichzeitig Würmer haben. Ja? Dort hilft das Entwurmungsmittel. Ich glaube, sozusagen der Witz von der Rispassa oder der Apasy von der Rispassa, den könnte man ja nochmal hinzufügen. Ich bin jetzt sicher der Letzte, der jemals ein Fan von Jörg Haider war, aber in der jetzigen Situation hätte Jörg Haider wahrscheinlich eher Folgendes gemacht. Er wäre schon vom Frühjahr durch die Lande gezogen und hätte jeden einzelnen Kärntner selber geimpft und hätte ihm wahrscheinlich auch nochmal 100er dazugegeben und hätte die Regierung dafür kritisiert, dass sie nicht ausreichend viel Impfstoff liefert. Das muss man ja aber auch dazu sagen, weil der Herbert Kickl hat ja im Jahr 2020 die Regierung dafür kritisiert, dass sie zu spät einen Lockdown macht, kaum man die Lockdowns hat er kritisiert, dass es einen Lockdown gibt. Dann hat man kritisiert, dass die Regierung zu schlampert ist und zu langsam mit dem Ausliefern des Impfstoffes. Wie der Impfstoff da war, hat man gesagt, dass der Impfstoff, da darf man nicht anstreben. Das ist ganz, ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht, den Impfstoff anzustreben. Also die FPÖ ist sehr, sehr konsequent im Dagegensein und relativ flexibel darin, wogegen man gerade dagegen ist.
Und das ist ja letztlich das Problem, um es jetzt nochmal ernster zu machen. Ja, das Problem dieses Landes ist, dass wir diese ÖVP-Regierung haben, die völlig kaputt ist. Also die ÖVP als Regierungsführung, die in Chaos zusammenbricht, wo man ja eigentlich sich als Bürger, als Opposition kann man sich darüber freuen, aber als Bürger ist es natürlich eine Katastrophe, eine solche Regierung zu haben. Und dann hat man einen Teil der Opposition, über den man sagen muss, um da jetzt Herbert Kickl die Worte zu klauen, sie zu paraphrasieren: Wir haben mit der FPÖ eine Opposition, die dummste, verlogenste und sadistischste Oppositionspartei Europas ist. Weil das hat er über die Regierung gesagt, aber in Wirklichkeit trifft das natürlich für die FPÖ-Opposition auch zu, nämlich die Art und Weise, wie man die eigene Bevölkerung da quasi als geiselhaft nimmt und irgendwie den Leuten irgendwas einredet und die Probleme verschärft, nur wenn man sie ausrechnet davon, ab bis Wählerstimmen und nicht mehr das, man gewinnt ja nicht mehr was dazu, man will ja nur sozusagen die Flanke zu dieser MFG gering halten, also aus rein taktischen Überlegungen dann irgendeinen Quatsch zu vertreten, das ist etwas, was unverantwortlich ist. Ja? Also ich glaube, das wollen ja die Menschen auch, dass man eine Politik macht, wo man das sagt und das tut, was für das Land und das Gemeinwesen und die Gesellschaft am besten ist, unabhängig davon, ob einem das jetzt kurzfristig mal irgendwo einen Zuspruch, eine Wählerstimme oder bloß nur eine Schlagzeile bringt. Gut. Da bin ich völlig beim Herr Heimer, Robert. Du kannst noch Land, einen Satz Land. Sagen, dann muss ich leider abbrechen. Man soll ja das tun, bin ich beim Robert, das tun, was dem Land gut tut. Also diese Regierung hat diesem Land nicht gut getan. Die Freiheitlichen haben eine einheitliche Linie gehabt. Und wenn jetzt von ganz links außen Jörg Haider aus dem Grab herausgeholt und Haider hätte zwangsgeimpft, gute Nacht, das und träum schön weiter. Gut, dann lassen wir es dabei. Ich glaube, danke Robert, danke Heimer. Ich danke Ihnen fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause.